Eine glaubwürdige Kirche heißt für mich, dass jeder mehr im Gottesdienst mitmachen kann und dass der Pfarrer, so wie ich, eine Familie haben darf. In einer zukunftsfähigen Kirche hat für mich jeder seinen Platz und kann die Aufgaben übernehmen, die er möchte, egal welches Geschlecht er hat. Es gehört natürlich das Priesteramt dazu, das ist ein ganz großer Punkt, aber es gibt auch ganz viele andere Bereiche, wo die Stimme von Frauen noch nicht die gleiche Rolle spielt. Und ich glaube, dass da die Kirche noch einen weiten Weg vor sich hat und genau für diese Gleichberechtigung setze ich mich ein. Eine glaubwürdige Kirche muss unbedingt dafür sorgen, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und zwar nicht ungefähr, sondern genau gleichberechtigt. Engel haben keine Berührungsängste mit Frauen, nicht mit Maria aus Nazareth, die für die Menschwerdung Gottes einen ganz wichtigen Teil beigetragen hat, mit ihrem Leib, und nicht mit Maria aus Magdala, die die erste Evangelistin war. Die Kirche kann auf Frauen nicht verzichten. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das wünsche ich mir vom kirchlichen Lehramt. Und ich wünsche mir, dass es die Kirchenmitglieder ermutigt, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Denn der Wissende weiß, dass er glauben muss. Dass mittelalterliche Machtverhältnisse, die mich an ein Feudalsystem erinnern, abgeschafft werden. Und dass Frauen als Priesterinnen genauso wie Männer Dienst am Altar und in der Verkündigung tun, wenn sie es wollen, auch verheiratet mit Familien. Ich wünsche mir eine Kirche, in der Frauen ihre Berufungen leben können und Zugang haben zu allen Weiheämtern. Ich wünsche mir eine Kirche, in der Freude und Lebendigkeit spürbar sind. Hinter der ich mit vollem Herzen stehen kann, die sich von Jesu Botschaft der Liebe leiten lässt, weil diese Botschaft für unsere Gesellschaft immer bedeutender wird gegen Hass und Hetze. Ich setze mich für eine gleichberechtigte, lebendige, glaubwürdige Kirche ein, in der sich alle wohlfühlen, auch unsere Kinder und Enkelkinder, angenommen sind. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf und glaube fest daran, dass Frauen zu allen Weiheämtern zugelassen werden. Es ist Zeit und dringend geboten, dass Frauen in die Verantwortung auf allen Entscheidungsebenen in der Kirchenhierarchie eingeschlossen sind. Wir brauchen Gottes weibliches Gesicht in der Kirche. Frauenstimmen zählen. Für den KDFB seit über 100 Jahren. Nutzen wir jetzt die Chance, gemeinsam neu aufzubrechen. Was erwartest du von einer glaubwürdigen Kirche? Erhebe deine Stimme. Schick uns dein Video. Werde Teil von Frauenstimmen.